Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkout. Ja, ich bin immer noch im Untergrund, ich buddel immer noch tiefer in den Planeten hinein und suche Eisen, Kupfer und alles, was mir sonst noch in die Finger kommt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder Kohle, das ist ja, brauche ich jetzt nicht so dringend. Aber wenn es hier gerade mal rumliegt, dann nehme ich das auch mit. Und da links, da glitzert es irgendwie anders. Sowas habe ich noch nie glitzern gesehen. Was ist das? Ist das Platin? Magnesium? Das ist auf jeden Fall irgendwie. Das leuchtet so bläulich. Das habe ich noch nicht gesehen. Das interessiert mich jetzt. Da muss ich hinwollen. Was ist das? Mal hier ein paar Löcher hier in den Hintergrund. Ist gerade Nacht. Okay, dann nicht. Ja, wir kommen mehr. Da vorne leuchtet jetzt auch wieder ganz viel. Ja, da sind ja einige Ressourcen, die wir hier erstmal nehmen können. Was haben wir denn jetzt da? Titanium. Oh, ich glaube, das kann ich mit meiner Picke gar nicht. Doch, kann ich. Wow. Titan, Titan. Sehr schön. Was haben wir denn da auf der Seite? Cave Rock? Nein, das ist nicht. Geh weg. Kohle. Und da unten? Kohle. Ja gut, da muss ich da jetzt nicht unbedingt hingraben in die Richtung. Dann bleibe ich doch bei dieser Richtung hier. Da ist nämlich noch mehr Titan. Und Titan klingt erstmal nicht schlecht. Da haben wir bestimmt auch wieder neue Forschungen. Moment, da gucke ich doch gleich mal. Ist bestimmt wieder was aufgetaucht hier. Ja, Titanium-Bar. 500. Und ein Ohr kostet mich das. Zack. Bleiben noch 2200 Forschungspunkte übrig. Das ist. Ja, genug sage ich jetzt mal nicht, weil genug ist es nicht. Das wäre gelogen. Aber es reicht, um noch ein paar Forschungen zu machen. Ich sammle natürlich weiter. Ja, eine bessere Spitzhacke wäre allerdings auch mal nicht schlecht, damit es noch ein bisschen schneller geht hier. Da muss ich als nächstes mal forschen. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt aktuell? Nee. Tasse. V3 Pickaxe. Ja, the strongest Pickaxe you will ever have. Ja, dann muss ich irgendwas anderes herstellen. Wenn das die stärkste Picke ist. Ja, vielleicht ein Presslufthammer oder sowas. Wenn es sowas denn gibt. Ja, da leuchtet nichts mehr, dann gehen wir wieder runter. Kohle. Jede Menge Kohle. So, war das Kohlenfeld? Wo war das andere jetzt hier unten da? Iron, ja, ne? Iron, dann bullen wir mal wieder nach links, rechts. Richtung Iron.
Steht ein bisschen blöd da. So. Besser. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich noch ein anderes Spiel aufnehme. Das habe ich jetzt allerdings schon angefangen zu zocken. Also da bin ich nicht mehr ganz frisch dabei. Ja, mal gucken. Ich werde ab nächsten Monat sowieso weniger Zeit haben, irgendwas aufzunehmen. Ein neuer Job. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ernst gemeint. Manch einer mag glauben, oh, das wäre jetzt sarkastisch gemeint. Nein, das ist wirklich so. Freue ich mich wirklich drauf. Oh, werde aber dann weniger Zeit haben, hier überhaupt irgendwas aufzunehmen oder ja, zu zocken. Von daher beschränke ich jetzt schon mal die Folgen auf 20 Minuten. Ja, zumindest von Dark Out. Bei anderen Spielen muss ich ja sowieso gucken, was sich lohnt. Wie viele Minuten. Wenn es jetzt zum Beispiel, ich sage mal, Strategiespiel ist, dann kann man das noch anders splitten. Bei Online-Spielen, ja, muss man das auch anders splitten, je nachdem, ob man gerade in Action ist oder nicht. Ich finde es immer blöd, mitten in der Action irgendwie einen aus der Folge rauszuwerfen, ist doof. Das ist genauso wie wenn man im Kino in Transformers sitzt und mitten in der Action kommt auf einmal 10 Minuten Pause. Ah, das ist schon blöd. Ja, Kohle. Kohle brauche ich nicht, aber ich buddel mich mal hier weiter runter. Das andere Spiel, das wäre Defiance. Das ist sehr interessant. Ist allerdings ein Shooter und kein Sandbox. Ja, bei Space Engineers gibt es auch vieles Neues. Da wollte ich auch mal immer wieder neu aufnehmen, aber irgendwie schafft man es immer irgendwie die Welten zu, ja, kaputt zu machen. In Form von, ja, weiß ich nicht, zu viel gebaut und auf einmal zack, Server abgeschmiert und ja, dann muss man wieder aufräumen, ein paar Sachen löschen. Das ist alles schwierig. Sehr schwierig. Ich habe auch mal wieder ein neues Solo-Spiel gestartet bei Space Engineers, wo ich einfach ohne Asteroiden und habe gesagt, Piratenbasis, habe ich das genannt. Einfach mal nur die Cargo-Ships assimilieren und ja, so ein riesen Piratenschiff bauen, das immer größer wird. Das war der Plan. Habe ich allerdings nicht von Anfang an aufgenommen. Habe ich jetzt, also weiß ich, Stunde dran gezockt oder so. Könnte man natürlich auch mal wieder was aufnehmen und mal ein paar Neuerungen zeigen. Da gibt es ja einiges Neues. Interessante Sachen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Da unten leuchtet es wieder. Dann gehen wir doch in die Richtung und machen hier mal Stopp. Wenn das jetzt cool ist, ist mir egal, Hauptsache es leuchtet. Weil sonst leuchtet ja hier gar nichts an Ressourcen. Da ist wieder das Speichern. Ja, das sieht mir doch verdächtig nach Kohle aus.
Aber da unten ist wieder Titan, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht gut aus. Das ist Kohle, ja, wie ich schon vermutet hatte. Und was haben wir da denn? Das ist ja interessant. Ein Lagerfeuer. Das heißt, da können wir wieder irgendwas kriegen wir da wieder. Muss ich aber mal Licht machen, nicht, dass ich da aus Versehen reinfalle. Obwohl es ja Licht dran, sehe ich ja. Ich hole mir jetzt aber erstmal dieses große Feld Titan. Das sieht richtig groß aus. Ja, Titan. Machen wir mal Licht fürs Titan. Hallo, Licht. Ja, da steht das Licht ein bisschen doof. Genau auf dem Titan. So, so ist besser. Das Ding kann nämlich stehen bleiben. Und dann buddel ich einfach drumherum. Mehr oder weniger. Ja, jetzt muss ich unten drunter hergraben, sonst komme ich da nicht dran vorbei. Da sind aber schon wieder so fiese Geister drin. Hab ich ja voll Bock drauf. Ich den auch mit dem Schwert kaputt kriege, bevor der mich umhaut. Frage. Also Titan haben wir auf jeden Fall auch einiges, wenn wir wieder nach oben kommen. Frage ist, was wir da jetzt Schönes draus machen können. Titanbohrer oder sowas. Was das jetzt schon? Ich dachte, das Feld wäre größer. Das sah irgendwie gerade größer aus, als es geleuchtet hat. Das war's wohl schon. Dann grabe ich mal wieder in die andere Richtung. Zum Stinkepeter. Sehe ich hier nicht, wo der Übergang ist zwischen der Höhle hier. Was ist da unten? Kohle. Ne. Uninteressant. So, da ist der Übergang. Oh, da muss ich aufpassen, dass das geht. Ich mach das jetzt erstmal zu. Was ist das denn hier? Blöd, Mann. Na, nimm das schon auf hier, die Landkarte schon. Okay. Entschuldige bitte. Da hat er das schon aufgehoben. Genau, erstmal zumachen. Schauen wir mal, was wir hier drin finden. Flower. Nee, das wollte ich nicht. Ich dachte, da gibt es irgendwie noch einen Schatz hier oder so. Ist nur ein Feuer? Sehr langweilig. War das? Oh, Tar. Und leuchtet auch was? Ja, Tar nehmen wir doch auch mit. Haben wir denn noch leere Behälter? Ich glaube, das da sind leere Behälter. Habe ich mich mal daneben. Ups.
bisschen tiefer. Also auch der blöde Geist da in der Ecke. Oh. Scheiß Affe hier, stirb. Ist voll, würde ich sagen. Kann ich hier noch ein bisschen abbauen? Hier mal eine Lampe aufstellen. Die Frage, was ist auf der anderen Seite vom Tar? Nichts Gutes. Ich krieg den kaputt. Da kommt noch so ein Viech. Und jetzt noch mehr kommen, die können. Oh, so 660 hier. Ja, was machen wir da? Machen wir die Tür zu. Pech. Kommst du nicht rein? Arschloch. Grab ich mal wieder in die andere Richtung. So, wenn ich Tar brauche, weiß ich auf jeden Fall, hier unten gibt es auch noch was. Und da kommen wir noch hoch, das ist gut. Bekommen, nachdem wir das andere fertig geforscht haben. Antimaterie, Titaniumtür. Bam. Wollen natürlich zwei geschmolzen, ne? Das sollte aber kein Problem sein. Gut, für Titaniumtür. Vielleicht nicht so interessant ist. Das hier ist eher interessant. Antimaterie. Kann ich einen Antimaterie-Generator bauen? Und vielleicht mehr Strom. Ist ein bisschen, ne, ein bisschen doof hier. Wenn das ganz unten ist, dann sieht man nicht so richtig, was da jetzt an Komponenten dabei gehört. Ja, Titanium war es klar, dass das fehlt. Egal. Erstmal weiter buddeln. Schon wieder 20 Minuten am Buddeln hier gleich. Das gibt's ja nicht. Immer schneller hier. Na. Ja, was ich aber eigentlich brauche, ist ja Eisen. Was haben wir da? Eisen. Ja, dann sind wir doch hier genau richtig. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Eisen. Eisen. Vielleicht kriege ich noch ein Feld? Nein. Ich will jetzt mal Eisen sagen, bitte ein Feld. Eisen, Eisen, Eisen. Stein, da ist das Eisen. Oh, 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 wir sind auch in der Höhle schon drin. Das ist. War jetzt nicht so beabsichtigt. Ich sehe doch gar nichts, Mensch. Haha. Ha. So, machen wir Licht von der anderen Seite, dann sehe ich auch, was da drin vor sich geht.
auf der Seite auch ein Licht, sonst sehe ich hier nicht, was vor sich geht. Schlangenlinie. Oh, und jetzt haben wir eine Höhle. Oh, ich bin schon wieder drin. Da kommt auch schon das Viech. Ich bin nicht hier. Trick 17. Einfach mal einen Sarkophag drumherum. So, und jetzt kann ich nämlich hier die Sachen abbauen, ohne in die Höhle einzutreten. Umschalten. Ne, das wollte ich nicht. Ja, die Frage ist, kann ich da jetzt runter oder nicht? Soll ich das machen oder nicht? Nein, ja, nein, vielleicht. Diese Frage klären wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sind nämlich ein bisschen drüber. Okay, danke fürs Zusehen und wie immer, ne, Daumen hoch, Daumen runter und Kommentar, wie auch immer. Dann weiß ich, was los ist, ne? Feedback und so. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.